Ja, herzlich willkommen zu unserem Händler Live Trade. Wie immer wird hier bei diesem Händler Live Trade einer unserer Trader, in dem Fall ist es Samir, einen Trade vorstellen, den er auch anschließend an diese Sendung direkt ausführen wird. Bevor er uns jetzt gleich sagen wird, was das für ein Trade wird, also was er für eine Idee hat, ein wichtiger Hinweis für euch. Ihr könnt natürlich dann nachverfolgen, wann dieser Trade ausgeführt wird und wie es dann weiterläuft unter heavytraders.live oder auch natürlich in unserer mobilen App. Da habt ihr das dann natürlich sofort immer dabei und dann könnt ihr da auch reinschauen. Soweit erstmal für diese Hinweise und jetzt geht es natürlich zu Samir rüber und wir fragen ihn, wie war dein Tag, Samir, und vor allem, was hast du uns mitgebracht? Ja, die Märkte weiterhin auf der Konsolidierungsseite unterwegs. Ich bin ja eher gerne Bulle am Markt, versuche gerne auch während einer Konsolidierung oder Korrektur eher die Long-Einstiege zu suchen. Sei es jetzt kurzfristig für Gegenbewegung oder technische Reaktionen nach oben raus. Ja, wie der heutige Handelstag war, bisher habe ich tatsächlich noch kein Trade soweit umgesetzt, aber möchte mir gerne natürlich mit der US-amerikanischen Börsenöffnung die Märkte etwas genauer anschauen. Und da ist mir tatsächlich auch die Nasdaq 100 aufgefallen. Okay, das ist schon mal sehr, sehr interessant, weil einer der meistgehandelsten Indizes hier in Deutschland. Dann ist natürlich noch die Frage, ist das eher ein fundamentaler Trade? Könnte ja sein, denn auch bei der Nasdaq sind ja eine ganze Menge fundamentale Daten dabei. Oder ist es rein charttechnisch gedacht, dieser Trade, den du da umsetzen möchtest? Genau, dazu schauen wir am besten mal in den Chart rein. Also im Generellen ist es so, dass tatsächlich im Moment eher technisch bedingt die Entscheidung von meiner Seite aus zu treffen wäre. Zum einen haben wir einige große Tech-Werte, die gestern sehr positiv reagiert haben. Trotz der Konsolidierung der letzten Tage haben sich die Tech-Werte relativ stabil im oberen Bereich gehalten und neigen dazu, immer wiederkehrend auch Gegenbewegung auszudehnen. Und ich glaube auch selbst, dass die Rallye bei der Nasdaq 100 noch lange nicht vorbei ist, sondern dass wir möglicherweise auch hier einen wesentlich stärkeren Tech-Index sehen werden, gemessen gegenüber die Alt-Economy-Indizes. Und dass die Nasdaq 100 tatsächlich aufgrund der charttechnischen Situation, wenn wir uns das jetzt mal hier im Tageschart anschauen, da gefällt mir das sehr gut. Wir haben sehr schön einmal hier zurückgesetzt im Tageschart, sind jetzt hier erst einmal technisch wieder stärker nach oben raus, ja. Ich bin bei den meisten mit dabei, dass natürlich hier noch ein bisschen Luft nach unten wäre, wäre durchaus möglich. Aber dadurch, dass der Trade eher kurzfristig bei mir ich sag mal, angesiedelt ist, würde ich gerne aufgrund dessen, weil wir hier im unteren Bereich, so knapp bei 15.400, doch relativ gut unterstützt sind, die Long-Seite suchen und entsprechend versuchen, nochmal die Oberkante Richtung 15.590 nochmal anzuhandeln. Ja, vielen Dank. Das heißt also Nasdaq 100 und dann ist natürlich auch noch die Frage, die uns am meisten interessiert, wie ist hier das Chance-Risiko-Verhältnis? So wie ich es rausgehört habe, ist es ja eigentlich schon relativ attraktiv auf der Long-Seite. Also was siehst du da für ein CRV auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit was für ein Instrument möchtest du das umsetzen? Genau, also das Chance- und Risikoverhältnis ist jetzt nicht wirklich gut, dadurch, dass wir ja seitwärts gerichtet sind. Also ich werde wahrscheinlich so 150 Punkte Stop-Loss einkalkulieren bei der Nasdaq 100. Entsprechend knapp 150 Punkte auf der Oberseite und das dazugehörige Zertifikat, was ich jetzt hier rausgesucht habe, hat folgende Wertpapier-Kennnummer, das ist die WKN UL, also Ulrich Ludwig 63 Quelle Jäger. Der K.O. liegt bei 14.816,7, der Hebel liegt roundabout knapp bei 23 und der Briefkurs, der liegt jetzt knapp bei 6,27 Euro. Also ich werde ungefähr, so wie es aussehen wird, vielleicht 200 Euro Risiko kalkulieren und demgegenüber wird wahrscheinlich 200 Euro auf der Gewinnseite. CRV ist nicht das Beste, aufgrund dessen, weil wir im Moment eher seitwärts gerichtet mit den Märkten arbeiten. Ja, ihr habt es gehört, also Samir sieht hier relativ gute Aussichten für die Umsetzung dieses Trades und auch für eine Gewinnchance in diesem Trade. Und wenn ihr wissen möchtet, wie wir diesen Trade hier ausführen, wie wir ihn umsetzen wollen, dann registriert euch unter heavytraders.live oder dann ein Blick in die mobile App und dann könnt ihr natürlich sehen, wann und wie dieser Trade umgesetzt und ausgeführt wird. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.